Wiegert von der Universität Regensburg, bis vor kurzem noch Mitglied im Sachverständigenrat. Wir haben gerade im Pausengespräch schon einmal ganz kurz angesprochen, wie vergänglich all das ist, was wir so an Rahmenbedingungen wahrnehmen. Als wir die Agenda festgezurrt haben, war es so, dass wir über Japan gesprochen haben und es erschien uns so ein bisschen spekulativ, nehmen wir das als Thema auf oder nicht. Ich glaube, wir haben es als Stichwort dann eben vereinbart in der Annahme, da könnte noch wesentlich mehr kommen. Dann haben sich die Dinge verändert und ich bin ganz gespannt, wie oft Sie das Wort Griechenland im Laufe der Veranstaltung gebrauchen werden. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Nils. Wir hatten in der Tat, als wir das Thema ausgemacht haben, Sie sehen den etwas sperrigen Titel, war Japan gerade die Naturkatastrophe passiert und man wusste nicht, was wird. Ich habe das auch noch mit in den Folien, die verteilt worden sind, mit drin. Ich habe allerdings den Foliensatz jetzt für die heutige Veranstaltung ausgedünnt, weil wir nur eine Stunde Zeit haben und da sind die über 40 Folien, die ich da vorbereitet hatte, natürlich zu umfangreich. Und dadurch ist auch Japan fast rausgekippt. Ich habe es noch an einer Stelle mit drin, aber ich denke, das Thema Japan ist in der Tat durch. Also durch, nicht für die Japaner natürlich, aber durch im Hinblick auf den Einfluss auf die deutsche Konjunktur. Sie sehen vielleicht an der Gliederung hier genauer, was ich machen werde. Der Vortrag ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werde ich Ihnen eine ganze Reihe von Zahlen, Fakten, also Daten, die wir schon wissen, oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung, das wissen wir natürlich dann weniger genau, präsentieren. Einerseits über die globale Entwicklung, andererseits dann speziell für Deutschland und das unterschieden nach Produktionskennziffern und nach Handelskennziffern. Also Außenhandel weltweit, Außenhandel Deutschland, was sind die Entwicklungstendenzen und das auch speziell für chemische Erzeugnisse und für Rohstoffe. Und im zweiten Teil, also wie gesagt, das sind überwiegend Zahlen, Schaubilder, vielleicht ein bisschen trocken, deswegen machen wir das gleich ein bisschen schneller auch. Im zweiten Teil werde ich dann eingehen auf die aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Debatte in Deutschland, die einerseits geprägt ist von Themen, die mehr national orientiert sind, aber eine internationale Dimension haben. Das ist natürlich vorrangig das Thema Haushaltskonsolidierung und jetzt wieder aufgekommen das Thema Steuersenkungsdebatte und dann natürlich das Thema, das uns Ökonomen im Moment besonders umtreibt, das ist die Frage nach der Zukunft der Währungsunion. Und da möchte ich Ihnen meine Sichtweise erläutern und dann mit einer Schlussbemerkung schließen. Und das alles werde ich machen, indem ich Ihnen 12 Thesen präsentiere. Thesen deshalb, weil man insbesondere was das Thema Währungsunion angeht, in der Tat etwas schwimmt. Also so ganz genau weiß man nicht, was passiert, wenn bestimmte Sachen gemacht werden. Es gibt zwar Leute, die so tun, als wenn sie es wüssten, aber das spricht nur für deren beschränkten Horizont. Tatsächlich ist es so, dass es mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Was weiß ich, private Umschuldung und so weiter und so fort. Ich werde Ihnen da erläutern, auf was es da ankommt. Deswegen 12 Thesen, 60 Minuten. Sie bekommen also im Durchschnitt alle 5 Minuten eine These von mir. Falls Sie Fragen haben, können wir das gerne zwischendurch diskutieren. Wir können das aber auch hinterher machen, wie Sie wollen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten da widersprechen oder Sie haben Klärungsbedarf. Funken Sie einfach dazwischen. These Nummer 1 ist, dass die Wirtschaftskrise in dem Sinne überwunden ist, dass wir in vielen Bereichen wieder das Niveau bei der aggregierten Produktion aus dem Vorkrisenjahr 2008, das höchste Produktionsniveau lag so im ersten, zweiten Quartal 2008. Und dieses Produktionsniveau ist im Aggregat jetzt eigentlich im ersten Jahr, im ersten Quartal 2011 wieder erreicht worden. In Deutschland und eigentlich auch weltweit. Weltweit sind wir schon da drüber. In Deutschland ist es exakt im ersten Quartal erreicht worden, sodass wir jetzt ab dem zweiten Quartal wieder auf dem Niveau auswachsen, wo wir eigentlich schon mal waren, nämlich im zweiten Quartal 2008. Aber weltweit ist das Niveau eigentlich schon wieder überschritten, weil in anderen Regionen, wir werden das gleich sehen,
der Einbruch der Wirtschaftstätigkeit nicht so stark war, wie das in Deutschland und anderen Industrienationen der Fall war. Die Weltwirtschaft entwickelt sich, was die Produktionskennziffern angeht. Die Folie habe ich rausgenommen, ist aber in Ihren Unterlagen drin, wieder einigermaßen gut. Die weltweiten Zuwachsraten liegen in der Größenordnung von 4,5 bis 4,7%. Das sind Prognosen bis 2016, von 2010 aus. Das sind Zahlen und Prognosen der OECD. Die OECD ist die jüngste Prognose, die auf dem Markt ist. Ich habe noch an der Prognose des Sachverständigenrats vom November 2010 mitgearbeitet, aber diese Prognose ist schon wieder schlicht und einfach überholt, weil da natürlich eine ganze Reihe passiert ist. Wir haben neue Zahlen aus dem ersten Quartal 2011. Und immer wenn man neue Zahlen aus einem Quartal bekommt, muss man natürlich die Prognose entsprechend anpassen. Und deswegen ist es sinnvoll, immer die aktuellste Prognose zu nehmen. Nicht von irgendjemand natürlich, weil Prognosen werden, der Prognosemarkt wird überflutet von Prognosen. Jeder Bankvolkswirt macht eine Prognose. Die Prognosen, sagen wir mal, die etwas von professionelleren Organisationen wie der OECD, Internationaler Währungsfonds, Sachverständigenrat oder auch den Wirtschaftsforschungsinstituten gemacht werden. Die Weltwirtschaft entwickelt sich also mittlerweile wieder ganz gut, aber unterschiedlich. Unterschiedlich mit zwei Geschwindigkeiten. Das Wachstum in den Industrieländern, also in der Europäischen Union, Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan eher verhalten. Das Wachstum in den Schwellenländern außerordentlich stürmisch, also ein Wachstum mit zwei Geschwindigkeiten, selbst innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des Euroraums, ein Wachstum mit zwei Geschwindigkeiten. Einige Länder, allen voran Deutschland, wachsen außerordentlich gut. Andere Länder hinken hinterher. Natürlich die Länder, die von der Finanzkrise und jetzt von der Schuldenkrise besonders stark betroffen sind. Und das will ich Ihnen mit ein paar Zahlen illustrieren. Sie sehen hier das Wachstum mit zwei Geschwindigkeiten. Links die Industrieländer, Euroraum, jeweils die Veränderungsraten des realen Bruttoinlandsprodukts. Also Bruttoinlandsprodukt ist der Wert der Waren, Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr für den Endverbrauch produziert werden, real, also einfach inflationsbereinigt. In der Mitte die Schwellenländer und rechts der OECD-Durchschnitt. Und Sie sehen, OECD, da gehören allerdings einige Schwellenländer wie China und Indien eben gerade nicht dazu. Deswegen liegt das weltweite Wachstum über dem der OECD, weil die OECD eben die Industrieländer umfasst. Und Sie sehen, das Wachstum der Industrieländer, schauen sich die Europäische Union an, 2011, 2012, wohlgemerkt, das sind die Prognosen der OECD, ein Wachstum von 2,0% 2011, 2012, das ist nicht gerade übermäßig viel. Im Vereinigten Königreich liegt sogar noch darunter, das Vereinigte Königreich war natürlich von der Finanzkrise außerordentlich stark gebeutelt, hat eine hohe Schuldenstandsquote. Zurzeit wird eben konsolidiert im Vereinigten Königreich. Und das hat Entzugseffekte für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, deswegen verhaltenes Wachstum. Auch Vereinigte Staaten, vergleichsweise verhaltenes Wachstum, stärker als die Europäische Union, aber wenig im Vergleich zu den Wachstumsraten, die die Vereinigten Staaten vor der Krise erzielt hatten. Alles, was unter 4% real war in den Vereinigten Staaten, wird dort fast schon als Krise wahrgenommen. Und Sie sehen natürlich Japan 2011 besonders stark gebeutelt, das ist klar, durch die Naturkatastrophe. Aber im nächsten Jahr schon wieder 2,2%. Das hängt auch mit den Wiederaufbauleistungen natürlich zusammen, die dann das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts beflügeln. Stürmisch wachsen die sogenannten BRIC-Staaten, Brasilien, die Russische Föderation, Indien und die chinesische Volkswirtschaft. Sie sehen Indien und China 2011, 2012 eine durchschnittliche Wachstumsrate von 8 bis 9%. Und das entspricht auch dem sogenannten Potenzialwachstum in diesen beiden Ländern. Potenzialwachstum ist das Wachstum, was sozusagen unabhängig von konjunkturellen Schwankungen längerfristig möglich ist in diesen Ländern. Und das liegt natürlich mit daran, dass diese Länder von einem sehr niedrigen Niveau aus wachsen. Okay? Volkswirtschaften, die schon ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben, wachsen naturgemäß langsamer. Volkswirtschaften, die von einem sehr geringen Niveau aus starten, und das ist natürlich allein aufgrund der Bevölkerungsgröße, haben diese Länder ein außerordentlich geringes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, aber die wachsen entsprechend stürmisch. Der Konvergenzprozess ist da, und in 40, 50 Jahren, also in China ist schon jetzt die zweitwichtigste Volkswirtschaft, was das Niveau des Bruttoinlandsprodukts angeht, aber natürlich nicht, was das Niveau des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf angeht. Da liegt China weit zurück, aber das wird sich in den nächsten 40, 50 Jahren auch ändern.
Jetzt nehmen wir uns die EU raus, den Euroraum raus und schauen uns an, wie Deutschland abschneidet im Euroraum. Das sehen Sie auf dieser Folie. Zunächst mal die Zahlen für 2010. Deutschland ein Wachstum im abgelaufenen Jahr von 3,6%, der Euroraum ein Wachstum von 1,7%. Aber dieser Vergleich ist verzerrt, denn in der Wachstumsrate für den Euroraum steckt ja Deutschland als größte Volkswirtschaft mit 3,6 drin. Ich muss also vergleichen Deutschland mit dem Euroraum ohne Deutschland. Wenn man jetzt also aus der durchschnittlichen Wachstumsrate des Euroraums inklusive Deutschland rausrechnet, ist der Euroraum ohne Deutschland 1,0 gewachsen. 2010, Sie sehen, war Deutschland in der Tat die Konjunkturlokomotive in Europa. Die Slowakei hatte im Rahmen des Euroraums noch eine etwas höhere Wachstumsrate. In den Unterlagen, die Sie haben, sind für alle Mitgliedsländer des Euroraums, außer Estland, die Wachstumsraten im Einzelnen ausgewiesen. Hier habe ich das aus Gründen, die eben mit der beschränkten Zeitdauer des Vortrags zusammenhängen, kondensiert nur den Durchschnitt des Euroraums mit Deutschland verglichen. Das sollte man nicht überbewerten 2010, weil 2010 zum Teil die Gegenbewegung für 2009 war. Denn 2009 ist Deutschland überproportional geschrumpft. Wir waren in einer überproportional starken Rezession im Vergleich zum Durchschnitt des Euroraums. Naja, und das ist 2010 zum Teil eben wieder wettgemacht worden. Deswegen sind wir 2010 eben stärker gewachsen als der Euroraum. Aber diese Entwicklung setzt sich fort. Sie sehen das hier an diesen Folien. Die OECD geht davon aus, dass in Deutschland im Jahr 2011 eine Zuwachsrate für das reale Bruttoinlandsprodukt von 3,4% realisiert wird. Euroraum 2,0%, mit Deutschland, ohne Deutschland 1,5%. Naja, 3,4% Deutschland, 1,5% der Durchschnitt des Euroraums ohne Deutschland, das kann sich durchaus auch sehen lassen. Und diese 3,4% sind eigentlich sehr plausibel. Alle Schätzungen, die schon berücksichtigen die aktuellen Daten aus dem ersten Quartal für Deutschland, liegen so in dieser Größenordnung. Der Internationale Währungsfonds hat gerade seine Prognose für Deutschland aktualisiert, eben eingerechnet die Daten aus dem ersten Quartal und kommt auf 3,2%. 3,4, 3,2, das liegt im statistischen Unschärfebereich. Also wer sagt 3,4, das wird sowieso nicht eintreten. Es wird so in etwa 3,4 sein. 3,2, 3,4, 3,6, das ist statistisch alles sozusagen das Gleiche angesichts der Unsicherheiten, die ja nach wie vor bestehen. Und das wird sich auch im Jahr 2012 fortsetzen auf abgesenktem Niveau für Deutschland. 2,5 ist die Prognose der OECD, 2,0 für den Euroraum mit Deutschland, 1,8 für den Euroraum ohne Deutschland. Naja, Sie sehen, in diesen 3 Jahren Deutschland überdurchschnittliches Wachstum im Euroraum. Naja, und das muss man schon mal suchen in den letzten 20 Jahren. Ein 3-Jahres-Zeitraum, in dem Deutschland stärker gewachsen ist als der Durchschnitt des Euroraums. Es war eigentlich immer genau umgekehrt. Deutschland war von 1995 bis 2005 das Wachstumsschlusslicht in Europa. Wir hatten im Durchschnitt dieser 10 Jahre definitiv die geringste Wachstumsrate. Wir hatten 1990, 91 hohe Wachstumsraten, das war der Vereinigungsboom. Dann sind wir 1993 in die Weltwirtschaft, in die Krise mit reingerasselt und ab dann relativ bescheidene Wachstumsraten. Jetzt sind wir in der Tat vom kranken Mann Europas, als der wir international galten für ein Jahrzehnt, zur europäischen Konjunkturlokomotive geworden. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass, es hängt ein bisschen mit natürlich auch von der Entwicklung der Schuldenkrise ab, auch von der Wirtschaftspolitik, die gemacht wird, aber dass Deutschland eigentlich zum Wachstumsmotor im Euroraum und in der Europäischen Union wird.